Guten Tag, willkommen zu dieser Folge von Get Tribbled. Wir spielen heute die Map von der Typ vom Berg, ein YouTube-Kollege von mir. Dafür gehen wir auf Jump'n'Run suchen. Er hat gesagt, er hätte es Tribble genannt. Und dann starten wir die Suche. Tribble in Klammer LP für Herr unterstrich Berg. Oho, sogar 55 Mal gespielt. Krass. Das hätte ich nicht erwartet. Triple. Hi Triple, bevor du startest, starte bitte die Aufnahme. Habe ich schon. Natürlich baue ich diese Map mit meinem zweiten Account, da ich die Map auf meinem Hauptaccount nicht so eine Scheiße wasten möchte. Sorry für den Ausraster. Viel Spaß. Bitte alle Schilder lesen. Okay, dann lese ich alle Schilder. YouTube, der Typ vom Berg. Natürlich abonnieren, Leute. Map entstanden aus Langeweile. Der Typ vom Berg, der macht so Kurzfilme. Die sind auch recht professionell, vor allem für seine Größe. Twitter, der Typ vom Berg, bin inaktiv. Ja, da bringt die Werbung was. Okay, ich lasse die. Alles klar. So, erster Abschnitt zu Ende. Und jetzt ist Nacht geworden. Kann man das über die Platten machen? Ich habe auch zwei Maps gebaut. Die zeige ich euch vielleicht mal in der nächsten Folge. Gute Nacht. Gute Nacht, wenn ich bin. Schlecht. So. Puh, nice. So. Also sein Baustil ist natürlich auch hervorragend. Schaut euch dieses schöne Haus da an. Der kann es einfach. Hauptsache. Und lol, man überlebt sogar. Man muss gar nicht in den Haus. Wird hier ein bisschen tricky. Also der Part, der ist jetzt schon schwierig, Leute. Das muss auch mal. Oh. Alter, ich bin nämlich wie immer nicht eingespielt. Da bin ich schon recht glücklich. Oh, ein Secret. Kreativität. Gut. Sprünge. Gut. Optik sehr gut. Also die Optik kann er echt Bewertung abschließen. PS, cooler Tittenverberg. hoffe, gerade ist noch ein bisschen Assassin's Creed Feeling aufgekommen. Viel Spaß beim Hochladen. Danke. Jetzt sind wir ja schon noch gar nicht so weit. Dann würde ich sagen, ich spiele jetzt meine eigenen Maps. Na, ich gebe einfach mal Herr Bergmann GT ein und schaue, wo ich da gelistet bin. Zack. Hier. Herr Bergmann GT wurde auch oft gespielt. Jetzt habe ich gerade nicht gescheit vorgelesen. Da habe ich lange gearbeitet. Die Map ist für Herr Bergmann. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf Timolia gehen. Timolia IP solltet ihr ja alle haben. Wenn nicht, dann gibt es im Internet einen, das findet ihr schon. Und dann geht ihr da, wählt ihr den Modus Jump World aus, geht zu den Schildern, geht beitreten und dann müsst ihr halt euren zweiten Slot auswählen, Modus suchen, Party suchen. Und dann könnt ihr da beitreten und meine Maps spielen. So, willkommen Birgi und andere. Das ist meine erste Map. Sie ist sehr experimentell, ich habe mir aber Mühe gegeben und hoffe, ihr habt Spaß. Mein YouTube-Account, youtube.com/TribbleIPTV, habt ihr noch nicht gemerkt, dass ihr eingesperrt seid? Schnell umschauen und entkommen. Viel Spaß! Jetzt schaue ich mich um. Oh, da hinten ist ja frei. Was steht denn da? Noob-Abkürzung. Also, ich habe es jetzt halt so gebaut, vieles war schwierig und ich wollte halt, Herr Bergmann ist jetzt halt kein großer Pro und ich wollte halt unbedingt, dass er ans Ende kommt, wo ich ihm einen langen emotionalen Text geschrieben habe. Über den Tellerrand denken. Aha, vielleicht springen wir einfach mal hier hin und. Oh, da geht's ja weiter. Ist ja ganz krass. Jump-Run Skills bei mir sind jetzt auch wieder ein bisschen besser geworden, dank dem Bauen. Super, genieß erstmal die Aussicht und dann weiter Spaß. Die richtige Aussicht gibt es erst am Ende. Also los. Also das hier wäre hier die Aussicht, aber das sieht natürlich scheiße aus. Noob-Abkürzung, da komme ich in ein Portal, dann komme ich gleich zum Quiz, aber wir machen natürlich das Jump-Run durch, weil ich Skill habe. Yeah. Von hinten ist das richtig hässlich, schnell nach vorne. Das ist jetzt die Rückseite von dem Triple Face. So. Dann tun wir mal, was da steht. Schnell nach vorne können wir hier abkürzen. Hier geht es nicht weiter, sonst würde der Ausblick nicht so geil sein. Ja, das wäre richtig hässlich, wenn hier jetzt der Jump'n'Run weitergehen würde. Also zurück zum Checkpoint. Dann muss ich hier so springen.
Da ist wieder eine Noob-Abkürzung. Ich habe es Noob-Abkürzung genannt, damit sich die Noobs erniedrigt fühlen und sich anstrengen. So. Hier ist wieder eine Noob-Abkürzung. Leute, mein Rekord war irgendwie eine Minute, das durchzuspielen. Da bin ich halt einfach schnell durch die ganze Noob-Abkürzung durchgegangen. Gegen Ende, also hier ist es noch richtig easy, aber am Ende von der Map ist die so scheiße schwierig. Und da braucht man die Abkürzung dann auch. So. Weiter ins Portal. Um den Bildungsauftrag von Minecraft zu erfüllen, euch Top-Noten in den nächsten Arbeiten, Klausuren zu ermöglichen, folgen Verständnisfragen, welche total objektiv zu beantworten sind. Viel Spaß und Erfolg. So, erstmal Checkpoint setzen. Wer ist der beste YouTuber? Natürlich außer TripleLPTV, sonst wäre die Antwort ja ziemlich einfach. PewDiePie, der hat am meisten Abos, da müssen seine Videos ja die besten sein. Ja, ist klar, Alter. Bergy, bei dem muss man sich schleimen, wenn man für eine Map ihn am meisten Abos bekommen will. Wichtig, genau auf den Blog stellen. Katja Krassebitsch, die bringt am meisten Klicks als Thumbnail, die muss einen super Kanal haben. Lena Meyer-Landrut, die macht jetzt Beauty-Videos, wirklich. Die macht wirklich Beauty-Videos, das ist richtig krass. Also ich rate jetzt mal, ich weiß es ja gar nicht. Bergy? Ach, Bergy? Das ist aber wunderbar. Sonst würde ich ja auch keine Map für dich bauen, Bergy. So, hoch. Frage 2. Was ist kein Hashtag von Donny? Make America Great Again. Trump Train Proud of America. Leute, ihr könnt ja jetzt ein bisschen selbst mitraten. Ihr könnt jetzt das Video pausieren. Proud of America? Oh! Donny ist natürlich Donald Trump. Ich folge ihm auf Instagram und like all seine Bilder. Nicht, dass ihr denkt, ich habe was. Ich finde seine politischen Ziele gut, aber ich finde den Kerl unterhaltsam. Wer macht die beste Musik? Punch Arroganz, Seed, Dead Adam, Alligator, Triple LPTV mit Triple Step. Zur erhöhter Objektivität der Auswahl nur Musiker, deren Alben ich auf Spotify gespeichert habe. Triple LPTV mit Triple Step. So falsch, dass du dich nun selbst töten musst. Yeah, jetzt konnte ich schon sehen. Ist Punch Arroganz. Ihr kennt ihn vielleicht vom Ducky Love Song, wenn ihr KIZ oder Alligator mögt, dann schaut ihn euch an. Beat plus Triple Time Test. Sehr geil. Punch Arroganz. Jetzt höre ich zurzeit Fire oder so. Sirens Over Paris könnt ihr euch mal anhören. Das ist ziemlich gut. Was ist charakteristisch für TripleLPTV? Seine krassen Minecraft-Montagen jede Woche am Montagenmontag. Die höllischen Einspieler, rote Kreise, Titten-Thumbnails und Caps-Titel. Natürlich. Ach, das war ja falsch. Wie unerwartet. Die höllischen Einspieler. Richtig, Fritz. So schlecht. Das war das Quiz und nun zum Portal und weiterspringen. Yeah. Ich hasse mich so sehr. Ich habe immer so... Ich töte mich immer, wenn ich irgendwas hinbekomme. Oft. So. Noob-Abkürzung, die geht gleich da oben drauf. Aber das will ich mir natürlich nicht bieten lassen. Oh, da ist ja ein Slime. Scheißdreck. Hopp. Bam. Da hat jemand meinen Kopf aufgeschoben. Schnell weg hier. So, der... Okay, der war jetzt ein bisschen... Oh, das ist der tricky Sprung. Den habe ich auch hinbekommen. Hier geht's weiter. Da kommt man zur Noob-Abkürzung. Ed Bergy, woher kommt Marie? Ich habe einen Kommentar auf ihrer Insta-Seite gestellt, aber niemand wusste es. Sie sieht ein bisschen aus wie ein Inuit. Hat sie Vorfahren in die Richtung? Jetzt kommt der schwierige Endspurt. Yeah. Wie schlecht bin ich denn? Das ist so easy, der Endspurt. Okay. Nice. Ich hab natürlich, ich bin immer so ein bisschen satirischer drauf, Leute. Deshalb auch dieser Kommentar mit Bergsman. von wegen, bei dem muss man sich schleimen. Aber ich hab halt sowas geschrieben, so ein bisschen nazihaft, so welche Abstammung. Ja, okay, ich rede jetzt mal nicht weiter. Hier ist ein kontroverse Gedanken fürs Commentary. KGZ. Unterstützt von Triple Energy. Diese Plörre. Diese süße Plörre. Warum darf man schwarze Mitbürger nicht als bezeichnen? Neger nur vom lateinischen Wort für schwarz abgeleitet. Somit ist nur das lateinische Wort für schwarzer. Und das sagen ja alle derzeit. Oder meinst du, man sollte
den Begriff nicht wörtlich nehmen und ihn wie gehabt als rassistische Äußerung abstempeln und aufgrund der negativen, lustige Sache, negativen Vergangenheit gesellschaftlich verachten. Ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Jetzt geht's hier runter. Schlecht. Okay, Leute. Eigentlich töten einen die Blöcke. Yeah, haben wir wieder rausgehauen. So ein Scheiß. Es ist dir zu schwierig, du musst nicht, geh hier durch. Eigentlich ist das ja alles unmöglich. Ich habe es nicht so hinbekommen, dass es möglich ist. KGC, was hältst du von genetischen Manipulationen, welche beispielsweise zu leckere Äpfel mit 8 Kernen führen? So, jetzt geht's hier runter, Leute. Aber weil ich natürlich keinen Bock habe, das hier zu machen, gehe ich hier jetzt einfach. So schlecht. So, Leute, jetzt seht ihr, es ist viel zu schwierig. Also nehmen wir die Abkürzung. So, da geht dann wieder die nächste Abkürzung. Zu schwer oder zu leicht? Finale. Es ist sauschwierig, Leute. Das kriegt echt kein Mensch richtig gebacken. Die Map ist auch schon ein bisschen älter. Und ich hoffe, ihr findet sie so toll wie ich. Das ist meine erste Map. So, ich weiß nicht. Eigentlich habe ich alle Sprünge getestet, aber der hier scheint, also der schon, der auch, aber der Sprung dahin, der scheint so ein bisschen zu tricky zu sein. Also, das hat er natürlich jetzt nicht genügend Scheiben. Ach so, genügend Scheiben von dem Zeug. Also kann man hier entlang springen. Die Pistons funktionieren wohl nicht. Dann eben so. Die haben sich, die lassen sich doch ausfahren. Ach so, ich wollte es eigentlich so machen, dass die ausfahren und wieder reinschieben. Puh. Da hatte ich nochmal Glück. Da fällst du richtig oft runter an dem Part. Der ist zwar übelst easy, weil du halt nur geduldig sein musst. Aber so viel Geduld bringe ich nicht mit. So. Da ist die Noob-Abkürzung, da kommst du hier oben am Portal raus, aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Yeah. So. Nicht mal mit Noob-Abkürzung kriege ich es hin. Ich glaube, ich springe jetzt mal. Komme ich da ins Portal? Nein, okay. Weil hier war ich ja schon öfters. Dann ist es ja alles. Ja, klar, so gewinne ich es natürlich gleich. Geht zu schwer, dann gehe hier durch. Nicht der richtige Weg. Der richtige Weg geht nämlich hier entlang. Okay. Der Sprung ist jetzt richtig schwierig. Der auch? Den haben wir jetzt verkackt. Okay, Leute, ihr könnt euch ungefähr vorstellen. Nein, du bist noch nicht fertig. Geh erst vor. Ist es nicht episch, Leute? Super Aussicht. Yeah. Das ist die richtige Aussicht. Habe ich als erstes gebaut. Weiter, weiter. Oh, dann gehen wir mal weiter. Oh, da ist ja ein Portal. Nachwort. Ich habe gewonnen. Zeit. 14 Minuten. Oh, scheiße. 46 Fails ist echt schwierig. Mein YouTube-Account youtube.com/TripleLPTV. Ich hoffe, die Map hat euch gefallen. Bauzeit war circa 9 Stunden. Ich hoffe, mein minimalistischer Baustil hat euch gefallen. Und in den Schildern waren nicht allzu viele Rechtschreibfehler wie am Anfang. Ich rede über Rechtschreibfehler und schreibe genau das Wort davor falsch. Yeah. Wie am Anfang erwähnt, ist das meine erste Map. Und daher sehr experimentell. Ed Burgi schaut ein Video seit der ersten Folge Pineapple Bay und liebe deine Art. Ich freue mich schon auf Neo. Neo ist scheiße. Nero. Ich dachte, es hieß Neo. Dein Kanalumschwung finde ich super, weil mich die 0815 Bad Wars Runden nach einem Jahr begonnen haben zu langweilen. Mein Traum war es schon immer, ein großer YouTuber zu werden, um mit dir aufnehmen zu können und mal ein paar Runden mit dir zu spielen. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht treffen wir uns eines Tages in einem Projekt aufeinander. Bleib, wie du bist. Wenn du diese Map spielen würdest, würde mir das viel bedeuten. LG, dein Triple.
Wenn du diese Map spielen würdest, würde mir das viel bedeuten. LG, dein Triple Bad Neighbors ist super. Soll ich noch eine Map für dich bauen? Wenn ja, kommt mehr Story. Wir sehen uns am nächsten Triple First Day oder Fallout Friday. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ich auch noch meine Map an Halbzwilling spielen soll. Die heißt Halbzwilling GT. Die könnt ihr auch mal ausprobieren. Würde mich mega freuen, wenn ihr meine Maps gut bewertet. Denn ich habe die natürlich gebaut, damit meine geliebten YouTuber sie auch mal spielen. Und dafür brauchen sie natürlich gute Bewertungen, um den Leuten ins Auge zu stechen. Wir sehen uns dann am nächsten Triple First Day oder Fallout Friday. Bis dahin. Ciao.